Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und Freunde, ich dachte mir, Olli und ich haben zusammen Unravel 2 gespielt. Da fehlt doch noch Unravel 1. Und das holen wir heute nach, beziehungsweise im Laufe der nächsten Tage. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt und ich habe Angst. Und ich hoffe, das wird hier gleich mit Controller funktionieren, weil irgendwie ist gerade, sind die Einstellungen gerade sehr strange, sagen wir so. Dazu kommt, ich habe gerade im Hauptmenü, also nicht im Hauptmenü, ich habe außerhalb schon den Sound leiser machen müssen, weil es schon super laut war und ich noch nichts einstellen konnte. Dementsprechend hoffe ich, dass das jetzt alles wird und nicht wundern, wir haben gerade wirklich keinen Sound im Ladescreen. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass es direkt losgeht. Kackpoo. Tja. Wie man sich irren kann. Oh, es geht los, Freunde. So süß. Enkladding. Enkladding. Also Lecker Broma Ur ist mein Enkladding. Also irgendwas mit der Enkelin wahrscheinlich, aber. Du bekommst eine Enkelin oder irgendwie sowas? Würde mich nicht wundern. Und da haben wir wieder unseren Charakter. Oh, lang ist's her. Schön, dich zu sehen. Ja, da steht noch nichts. Okay. Oh, es ist so hübsch. Ich muss echt sagen, ich habe das Spiel ein bisschen vermisst. Also, Disteln und Gräser? Okay. Oh, oh, oh. Oh Gott, es passiert schon was. Ich glaube, ich muss hier gleich die Tür zumachen. Ich glaube, das wird zu laut im Hintergrund. Bin mir nicht sicher. Oh. Disteln und Gräser hat uns jetzt rausgeschickt. Okay. Ich bin fasziniert. Oh, ein Schmetterling. Hey, Schmetterling. Los. Oh, den haben wir auch nicht gekriegt. Oh, hier, diese Kleeblüten, ne? Ich finde die so hübsch. Oh, wir haben Knoten. Wir haben Knoten. RT. Upsa. Au. Das hat Rums gemacht. Ist das denn so klug, sich da drum zu binden? Wenn du rennst, kannst du hören, weiter springen. Oh. Du, 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 du. Ja, das ist jetzt sad, ne?
nicht so gut geklappt, würde ich sagen. So, B war das, ne? Es wird jetzt schon wieder ganz schön laut, teilweise. Wo ich mich echt fragen muss, können wir das so lassen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Geronimo! Oh, ich habe das Spiel vermisst. Also ich frage mich tatsächlich, wie viele von euch Unravel 2 bei uns schon gesehen haben. Oh. Okay. Die wissen ja, dass es ein Fest an Musik ist. Und fucking ist das laut teilweise. Wenn Oberflächen so glitzern, kannst du an ihnen hochklettern. Dabei dient der linke Stick zum Klettern. Drücke A, um zu springen, und RT, um das Lasso dabei zu werfen. Hui! Nein! Au! Oh, ich bin auf den Kopf gefallen. Hui! Drücke X, um das Garn anzubringen. Versuche hier eine Garnbrücke zu bauen. Oh ja, das kenne ich noch. Das war teilweise echt kompliziert. Die Garnbrücke als Katapult. Um dich zu katapultieren, muss der linke Stick nach unten gezogen und anschließend losgelassen werden. Upsa. Okay, das war beim letzten Mal anders. Schönes Apfelbäumchen hier. Super hübsch. Aber ich muss das, glaube ich, warte mal, ich muss mal gerade raus haben. Ich habe das jetzt schon auf 17%. Wir machen das Ganze nochmal ein bisschen leiser. Ich befürchte nämlich teilweise, bin ich zu leise für die Aufnahme. Probieren wir es mal mit 10%. Ja, werden wir sehen, ne? So, und wir müssen noch eine Etage höher. Warte mal. Oh, nein. Au, au. Oh. Was? Äpfelchen. Piu! Erinnerst du dich an dein Lasso? Hält der RT gedrückt und der linke Stick lässt dich nach oben klettern. Achso. Du. Ich war jetzt eindeutig am Falschen, weil eigentlich sollte ich da hin. So, und dann sollte ich es markieren hier, ja. So. Und so. Und dann kann ich nämlich hier... Oh. Hat gut geklappt, Freunde. Hat gut geklappt. Wenn man die falsche Taste drückt. Ja, ich weiß, genau das Problem hatte ich tatsächlich im ersten Teil auch. Also im zweiten Teil. Um von bestimmten Plattformen herunterzuspringen, muss der linke Stick nach unten gezogen und A gedrückt werden. Halte RT, LT gedrückt und der linken Stick lässt sich... Warte, LT gedrückt und... Ne? Am Garnende hinunter. Okay. Hui. Abseilen. Die Frage ist halt bloß, warum wir eigentlich komplett hier einmal den Baum hoch mussten, um dann, ja, ihr versteht schon. Immer diese Äpfel.
quasi so Wirbel. Das bedeutet, dass du an diesem Punkt beginnst, wenn du später in diesem Level zurückkehrst. Also ich glaube, dass es dieses Erklärlevel gibt es ja immer irgendwo. Oh, bin nass geworden. Okay. Äpfelchen. Ich glaube, ich muss tatsächlich von dem Apfel ausspringen. Nein. So, das war eigentlich mein Ziel. Schnell wieder hoch. Oh nein, der Apfel soll meine sichere Base sein. Okay. Hat ja gut geklappt. Verdammt, ich hätte den Äpfel nicht schieben dürfen. Ja, da war ich doof, ne? Bin am Überlegen, ob ich den hier einfach mitnehme. Glaube ich am meisten Sinn. So, komm. Den pushen wir da auch noch rein. Den schieben wir tatsächlich auch noch ein Stück. So, und dann. Auseinanderdrücken. Nein! So. Okay, das war jetzt soweit. So. So. Gehen wir erstmal hier hoch. Und warten, bis sich das ein bisschen gefüllt hat. Ja, wir hatten gerade Wasser im Ohr. Unser Männchen beweist es uns. Okay, weiter steigen tut's nicht. Hat gut geklappt. Aber ich glaube tatsächlich, nur mit einem hätte man es nicht geschafft. Falls du stecken bleibst, halte gedrückt, um den Abschnitt erneut zu starten. Nein, werde ich jetzt nicht tun. Vögelchen! Ja. Die gute Elster fliegt hier auch rum. Oh Gott, gerade ruckelt das ganz schön. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so. Dann muss ich gleich mal in die Aufnahme gucken, wie es da aussieht. Weil sonst müssen wir an den Einstellungen noch was regeln. Weil das sieht nicht gut aus, meine Freunde. Erstmal durch die Blumen latschen. Oh, oh no, ich hab's kaputt gemacht. Oh. Ich hab mich verknotet, Freunde. Ich hab mich verknotet. Jetzt hänge ich irgendwie wirklich. Wir müssen hier erstmal wieder hoch. Ja, wegreißen. Okay. Es war eigentlich nur unser Rückweg hier, kann das sein? Oh nein, warte mal. Weg damit. Und was ist das? Ja gut, ich habe keine Ahnung. So, da dann wieder hoch. So das Gefühl, das brauchen wir. Oh nein, bitte nicht. Okay.
Wir dürfen nicht so weit nach hinten schwanken. Immer nur nach vorne. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh Gott, ist das kompliziert hier. Also das ist ja schon Beinbruch hier. Oh Gott. Wir schaffen das. Okay. Oh, zack. Oh no. Oh, Freunde. Woo! Wir können surfen. Weg mit den Eseln, die braucht niemand. Aua! So. Hat nicht so gut geklappt, Freunde. Ich glaube auch, wir werden ab und zu gerade schöne Probleme kriegen. Oh, ich hänge hier einfach fest. Das Problem ist, ich hänge hier immer fest, wenn ich hier drunter gehe. So, jetzt aber. Die Frage ist, warum müssen wir da hoch? Nein! Ich will jedes Mal so ein Springen drücken, aber das brauche ich ja gar nicht. Ich weiß halt auch gar nicht, ob ich das hier alles verbinden muss. Aber ich glaube, das war tatsächlich die richtige Entscheidung hier. Verdammt. Das war nicht so klug. Nein, als wenn ich das jetzt alles nochmal machen muss. Ey, fuck my life. Also da muss ich wirklich sagen, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut, Freunde. Das wird uns super viel Zeit kosten. Ich habe das doch festgebunden da eben. Das verwirrt mich jetzt noch mehr. Den hier. So. So, eigentlich habe ich ja gesehen, dass hier tatsächlich noch. Okay, wir können das sogar mitnehmen. Perfekt. Oh, ich bin zu lang. Das hört sich falsch an. Aber das war halt zu lang, um sich darum zu. Oh, da das Kind im Baumhaus. Da ist die Frage, war das die Tochter? Wird mich halt nicht wundern, wenn das die Tochter war. Zu der die Beziehung zerbrochen ist. Oh. Ich muss sagen, das fand ich bei Unravel auch so gut, dass
tatsächlich vieles offen gelassen wird. Nein. Nein, das will ich gar nicht. Ich will da runter. Na, so. Dann müssen wir das hochkriegen. Das Problem ist, ich glaube, das haben wir uns gerade verkackt. Ja, das haben wir verkackt. Gut, dann machen wir den Part nochmal. So. Ploing. So, das bleibt erstmal da. Ich muss ja wirklich sagen, da war das sehr praktisch, dass ich Unravel 2 schon gespielt habe. Solche Mechaniken, ja. Lernt man da ja gut. Okay. Weg damit. Da war ein Igel. Wie cutie-poo. So. Klappt nicht so gut. Ich glaube, da müssen wir den mitnehmen, damit sich das Ding auf die andere Seite bewegt. Ja. Und damit wir hier hochkommen. Okay, das ist es nicht mal. Gut. Einfach damit wir hier gleich wieder oben sind. Nein, jetzt bewegt er sich, verarsch mich halt. Okay. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir das noch hinkriegen. Ich weiß halt nicht, wo das Ding ist. Ich sehe es halt nicht. Verdammte Kacke. Nein! Oder ist es vielleicht einfach dieses, es muss hier drunter, damit es hier oben bleibt. Könnte mich, also es würde mich auch nicht wundern hier. Nein, funktioniert nicht. Fällt einfach durch. Okay, dann schieben wir das noch einmal komplett außen rum, wieder oben drauf. Gerade etwas verwirrt. Oh. Deshalb war das wahrscheinlich nichts. Weil ich den die ganze Zeit übersehen habe. Und ich wette, hier meldet sich hoch. Können wir uns dahin schwingen, wo wir hin müssen? Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt schon überfordert, weißt du? Im Dingens-Level hier. Ich weiß halt echt nicht, wo wir lang müssen. Also ich hätte ja einfach gedacht, hier, aber hier kommen wir ja nicht drüber. Und ich bin zu dumm hinzuspielen. Und das jetzt schon. Das ist echt traurig.
Im Hintergrund ist halt noch so ein Bauklotz, aber da kommen wir halt nicht dran. Okay, wir schieben das nochmal rüber. Und lassen das auf der Seite. Und gucken dann nochmal, ob wir auf der anderen Seite irgendwie was... Hey Gott, lass mich da drüber. Darum ging's. Nicht dein Ernst. Oh. Freunde, das hat lang gedauert. Aua. Ui. Okay. Okay, das ist natürlich praktisch hier. Ums Fenster zu, das hatten wir beim letzten Mal tatsächlich auch. Das weiß ich noch und das war kein gutes Zeichen. Das Gewächshaus, würde ich sagen. Da komme ich halt nicht hinter. Mal. Ich glaube, das müssen wir nochmal starten. Ich vergesse immer, dass wir tatsächlich die Sachen ja auch ziehen können. Ah! So machen. Mit B war das, ne? Ja. Ich glaube, wenn ich das nicht ständig vergessen würde, würde es uns das gut helfen. Ich habe nämlich gesehen, hier war was. Inwieweit uns das später was nützen wird, werden wir dann herausfinden. Oh, oh nein! Katapult! Oh, bin auf die Nase gefallen. Okay, die Frage ist halt immer noch... Das Gewächshaus. Ja, ist eine hübsche Blume. Okay. Die Blume kleben wir da drauf. Mhm. Und damit kommt eine Erinnerung, würde ich sagen. Disteln und Gräser. Wie schön es war, als es...
als es neu war, wie schön es immer noch ist, obwohl die Zeit es verändert hat. Okay, es ist so eine Art Poesiealbum. Das wird 100 pro Level hier. Feuerlevel. Oh, da graut's mir jetzt schon vor. Ja, das haben wir jetzt schon. 4 von 5 Geheimnissen gefunden. Nur 4. Das Meer, Bärenmoor, das können wir noch nicht. Aber das Meer könnten wir. Da oben geht's auch noch weiter. Ich wette, hier unten geht's auch weiter. Müssen wir mal gucken. Da geht's noch weiter. Ja, okay, hier geht's nicht weiter. Aber hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Was haben wir dann hier noch? Entgleist. Da oben haben wir noch ein Level. Können wir einfach hier hochklettern? Unten im Loch. Wie viel ist genug? Huch! Ja, Freunde, wir haben noch einiges vor uns, würde ich sagen. Aber beim nächsten Mal sehen wir uns dann das Meer an. Bis dahin, tschüss!